So, herzlich willkommen zu den Videos aus Themenbereich 2. Themenbereich 2 hat, wie wir da am Bildschirm schon sehen, ein bisschen einen sperrigen Titel. Der nennt sich Abstraktionsmodelle für verteilte Kommunikation zwischen technischen Systemen. Im Wesentlichen geht es auf unterschiedlichsten Ebenen darum, wie man mit Software die ganze Komplexität, die wir in Themenbereich 1 schon gesehen haben, die ganzen Fehler, die da auftreten können in dieser Netzwerkkommunikation, verstecken können, wie wir davon abstrahieren können, wie wir, wenn wir auf diese Nomenklatur zurückgreifen, die wir ganz zu Beginn eingeführt haben, wie wir die Komplexität transparent machen können. Wir werden uns dem wieder in mehreren Schritten nähern und haben, wenn ich da versuche mal weiter zu blättern, wieder im Wesentlichen sechs Themen vor uns und steigen wie beim Themenbereich 1 wieder mit den konzeptuellen Grundlagen ein. Im ersten Thema, nennen Sie Kommunikation und Verteilungsmuster, geht es einmal um die grundlegenden Begrifflichkeiten, um die grundlegenden Mechanismen, wie denn auf der einen Seite Software in verteilten Systemen organisiert werden kann und wie die einzelnen Teile der Software miteinander kommunizieren können. Da sprechen wir noch gar nicht notwendigerweise von Software, die wirklich im Netzwerk verteilt ist, sondern auch Software, die zum Beispiel auf einem einzelnen Rechner nebenläufig ausgeführt wird. Um die Grundkonzepte geht es da. Konkret dann auf den Themenbereich der Netzwerkkommunikation gehen wir im zweiten Thema ein. Das zweite Thema beschäftigt sich eben mit Abstraktion von Netzwerkkommunikation und führt da drei grundlegende Mechanismen ein. Das erste, das wir uns da in dem Bereich anschauen, wenn ich das hinbringe, genau, sind die Datenstreams. Das zweite wäre der Nachrichtenaustausch, also Datenstream im Wesentlichen eine stehende Verbindung zwischen zwei Einheiten, zwischen zwei Prozessen ganz konkret, über die Daten ausgetauscht, ständig hin und her geschickt werden können, via Röhre im Wesentlichen. Dann den Nachrichtenaustausch, wo man wie im Themenbereich 1 über einen Austausch von in sich geschlossenen Nachrichtenpaketen sprechen. Und als drittes Prinzip die gemeinsam genutzten Datenräume, also sowas wie einen gemeinsamen Speicher, den man vor allem auf verteilten Systemen in einzelnen physischen Rechnerknoten nutzt, aber durchaus auch über das Netzwerk hin verteilt. Wie das ausschauen kann, schauen wir uns im zweiten Thema an. Dann wird es wieder konkret, dann gehen wir auf konkrete Technologien ein. Im dritten Thema geht es um Remote Procedure Calls. Remote Procedure Calls, also entfernte Prozeduraufrufe, ist auf der einen Seite der älteste, auf der anderen Seite aber durchaus nur gängige Mechanismus, wie man Funktionalität bei entfernten Systemen, auf entfernten Knoten in verteilten Systemen aufrufen kann. Geht dann weiter mit einer Spezialform von Remote Procedure Calls, das sind die sogenannten Web Services. Denen muss man sich widmen, weil das der gängige technische Mechanismus ist, wie Remote Procedure Calls heute umgesetzt werden und mit denen dann serviceorientierte Architekturen realisiert werden. Es geht eben darum, entfernte Aufrufe mittels Webtechnologien, des Web Services, mittels Webtechnologien im Internet zu realisieren. So, dann geht es weiter im fünften Thema. Im fünften Thema schauen wir uns dann andere Modelle zur verteilten Kommunikation an, also LOS, sogenannte lose gekoppelte Koordinationsmodelle. Koordinationsmodelle oder technische Mechanismen, die es erlauben, ein System sehr leicht skalierbar zu machen, weil die Kommunikation zwischen den Knoten eben nicht strikt gekoppelt ist, nicht vorkonfiguriert ist, sondern dieser Kopplungsmechanismus sehr lose ist, es deswegen unkritisch ist, wenn ein Knoten wegfällt oder wenn neue Knoten dazukommen. Das ist natürlich gut für die Skalierbarkeit. Da werden wir uns zwei Ansätze anschauen. Auf der einen Seite ein Beispiel für gemeinsam genutzte Datenräume, sogenannte Tuple Spaces. Auf der anderen Seite ein Beispiel für Nachrichtenaustausch mit sogenannten Actor Systems, Aktorensystemen. Das ist aber nur relativ kompakt tatsächlich, da könnte man sich viel weiter in die Tiefe damit auseinandersetzen. Da geht es nur um
erste Beispiele. Und dann geht es schon Richtung Themenbereich 3, Richtung Enterprise Computing. Da werden wir uns im letzten Themenbereich, der sich Abstraktionsmodelle im Enterprise Computing nennt, anschauen, wie denn aufbauend auf diesen grundlegenden Basistechnologien, die wir uns davor angeschaut haben, jetzt tatsächlich unternehmensweite Informationssysteme realisiert werden können und welche technischen Mechanismen es dazu gibt. Wir werden da einerseits diesen Begriff des Application Servers diskutieren, die service-orientierten Architekturen anschauen und dann in diesem Bereich, im zweiten Bereich der service-orientierten Architekturen, ganz konkret auf den Enterprise Service Bus eingehen, der im Wesentlichen State of the Art in diesem Bereich ist. Ja, das wäre dann der Themenbereich 2. Im Themenbereich 3 gehen wir dann aus der technischen Sicht raus und nehmen die organisationale, betriebswirtschaftliche Sicht ein und setzen uns mit Enterprise Architecting auseinander, dazu aber eben dann später mehr.